jetzt die Frühlingstreppe. Ha. Ja, toll, ich auch nicht. Mal ich nicht seit gestern. Aber viel. Aber ich bin anfällig jetzt. Und sie ist jetzt anfällig, ja. Ja, ich bin müde, ey. Ich konnte nicht schlafen die Nacht. Habe ich gesehen, weil du hast bei YouTube geantwortet. Ja, ich habe bei YouTube geantwortet. Sehe ich ja dann auf Handy, aber ich könnte ja auch nicht schlafen. Na, der hat ja gerade geschrieben gehabt und dachte mir, habe ich das nicht geschrieben? Ja, manchmal bin ich auch so durch mit den Vlogs beim Schneiden, dass ich manchmal diesen entscheidenden Satz vielleicht nicht mit drin genommen habe. Das Rätsel ist Lösung. Ich dachte, mir war aber so, als hätte ich das gemacht. Nachbearbeiten kann ich es nicht mehr, weil ich den Rohmaterial ja nicht mehr habe. Das ist ja alles weg dann, ist ja Asche. Ja, das ist ja nicht alles okay. Und geht quasi, leider geht das nicht mehr. Aber ich dachte, ich hätte das wenigstens erwähnt. Vielleicht nicht explizit gezeigt oder so, dass ich da jetzt nur eine Scheibe drunter mache, weil wenn ich sage, dass ich da eine Zahnscheibe, eine Mutter, eine verzahnte Mutter runtersetze, die sich eben in den Rahmen greift und eben das Verdrehen verhindert, sozusagen die ausgetauscht habe gegen die Glatte, die vorher dran war, dann dachte ich, habe ich das gemacht. So einfach kann es sein, so lange rätselt man rum an so einem Ding, warum, wieso, weshalb, was ist los mit der Narbe? So ein hübsches Mädchen. Bist du süß. Leuchtende Augen. Mhm. Gehen wir zur Mama? Ja? Oh. Gut, Mutti ist zu Hause abgeliefert worden. Jetzt haben wir die. Hast du meine Uhr? Nuki. Hier im Schlepptau. Ja. So, jetzt fahren wir also zu Graf Falkenstein von Bibi und Tina.
auf und ein Stein ist wirklich. Bloß ich konnte nicht sein Gesicht aufmalen. Naja, so sieht er nicht aus. Gucken wir mal. Wir sind wir sind unterwegs. Wieder nach Hause? Ja. Wir haben jetzt da bestimmt 2 Stunden waren wir da. Der Kollege. Ja, da waren wir 2 Stunden. Ja, der war nicht da. Der war noch nicht da. Er hat sich verspätet. Ja. Um 10 waren wir verabredet. Wir waren jetzt tatsächlich doch noch um 10 da. Er kam um 11, kurz vor 11. Ja. Was haben wir jetzt erreicht bei ihm? Eigentlich. Gewartet. Gewartet. Gegessen. Gewartet und eine Currywurst gegessen. Ja. Da sind wir. Trinken, ich komme. Lass mal denk dran, Hände waschen. Ja, und Schuhe ausziehen. Schuhe ausziehen, Hände waschen. Okay. Papa, ich bringe mal das Brot. Hallo. Mama, das teuerste Brot, was ich jemals gekauft habe. Guck mal, da ist sogar noch eine Blume, die riecht. Wow, was ist das für ein Brot? Das sieht ja aus wie beim Königsbäcker. Ja, das kostet auch 13 Euro. Was willst du da? Mir etwas kaufen. Was denn? Also, lass mich hier noch aussuchen. Ich bin, guck mal, ich gehe mit Wollmütze und unten bin ich frei. Neue Schuhe oder was? Neue Schuhe. Miau. Miau. Meine sind so hässlich. Deine sind super, perfekt. Blume, Geld, jetzt einfach mal. Tschüss. Was eine Bande, ey. So, 2 Räder haben wir geschenkt bekommen. Ein Diamantrad und noch ein Diamant. Nee, was ist das? Nee, das ist ein Mifa. Die hab sie geschenkt. Genau, rausdrehen, das mache ich dann. Also, da probiere ich mein Glück, weil kommt dir das mal an. Ja, da sieht man schon. Mal. Kannst du schon vergessen. Kugellager. Ich hatte gerade eben schon Probleme, die Kugel abzukriegen. Das ist ein Nervquack, ey. Oh, Dicke. Oh. Ja, das Schlimme ist ja, okay, die andere Seite dann, oder? Ja. Wegen der. Das ist jetzt hier. Die war schon ausgebrochen. Mhm. Wenn eine Metallschale runter ist, hat sich so wie Plastik jetzt angelassen. Das würde ja mal noch gehen. Das kann man immer noch irgendwie raustüdeln. Hier, mit Lager außenring. Da war tutti completti, sagt man ja, wa? Ja, und die Tage hat das Fahrrad auch. Oh, nass. Genau. Er tropft. Das ist Kunststoff. Oder was? So aus, ja. Ne, das ist auch mit. Das ist ein Kunststoffring hinter. Ja, gut. Sauber machen. Magst du ein paar Murmeln haben? Na, hier sind auch noch welche drin. Da? Ja? Nee. Also, wie zerhackt man ein Lager richtig? So, komm. Bindet sich wieder. So. Thank you.
muss reichen. Quetscht sich jetzt schon um. Zusammen. Sie mir das Rad über Nacht komplett zerlegt. Die Gabel war auch jetzt total locker. Die wollten sie auch noch was machen. Es ist sich total geil gefahren. Es war ein schönes Fahrgefühl da drauf. Aber es war jetzt auch nicht High-End, weißt du? Also guck mal. Ja. Was die alle klauen. Die haben das Rad. Das kennt ihr auch noch. Das habe ich ja mal aufgebaut. Das Rad habe ich mal aufgebaut für einen Kunden. Was heißt für einen Kunden? Habe ich mal für mich aufgebaut. City Sport. Und das haben die über Nacht, letzte Nacht ihm komplett zerlegt. Sogar die Gabel war locker. Wollte es auch ausbauen. Hallo, habe mich bei Petrus beschwert, dass es regnet. Und was sagt er? Dann sagt er, naja, wenn... guck mal hoch jetzt, was sagt er gerade? Wenn es euch nicht gefällt, dass es nass draußen wird, dann drehe ich den Wasserhahn zu. Ja. Und hat er gemacht, wa? Ja, hat er so gemacht. Ja, jetzt kommt die Sonne raus. Naja. Dann hast du einen heißen Draht nach oben, ey. Naja. Das ist nicht schlecht. Nee, ne? Ja, super. So ist es mit der Welt. Am Wochenende noch irgendwo hin. Heute Abend noch irgendwo hin? Hier. Ins Bett gehe ich heute Abend. Wohin? Ins Bett. Ins Bett? Ja. Und was macht man da? Na, nicht wir, ich. Ich schlafe, ich versuche es. Ja? Ja. Haben wir keinen Bettwärmer? Nee, hab ich nicht. Nee. Ich schlafe alleine. Alleine? Ich mag kalte Betten. Ja? Ja. Das ist bei uns auch gefährlich. Ja. Wir sind noch jung, wissen Sie, wir vermehren uns so schnell. Nee. Aber bist du zum Spielen? Ja, was zum Spielen? Ja, hol ich mir. Nein. Wenn Corona vorbei ist, hol ich mir das. Ja. Das kriegen wir hin. Naja, das ja. Ist ja gut. Das wird werden. Naja, viel Erfolg. Danke, Ihnen auch. Naja, dann noch versuchen. Alles Gute, ja? Tschüss. Tschüss. Das ist jetzt das erste Mal, dass der Bolzenschneider benutzt wird und das scheint ja uns okay zu sein. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, schnipp. Da hast du dann keine kaputten Finger hinterher. Ausgespeicht. Ich werde bekloppt. Der lädt. So, Kettencheck haben wir noch gemacht. Das war's. Eigentlich. Sind wir durch. Heute ja. Früh Feierabend. Das wäre schön. Frühfeierabend hört sich immer gut an. Naja, ist ja. Ja, obwohl ich eigentlich gerne schraube, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, deswegen. Wird es jetzt nicht schlüpfen, wenn es jetzt weitergeht. Aber jetzt sind nur noch so Aufgaben, wo man viel Zeit braucht für das ja. Im Grunde genommen. Umspeichen. Oder eben, also und während du sowas machst, würde ich halt hier irgendein Schrottrad von dem, was wir heute geschenkt bekommen haben. Haben wir jetzt zwei geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob heute die Aufnahmen überhaupt was geworden sind, weil dauernd die Kamera ausgefallen ist. Dann würde ich nämlich so ein Schrottrad hier reinspannen, aufbauen und dann hätten wir morgen wieder, übermorgen wieder ein Rad zum Verkaufen. Wieder ein Diamant. Ich bin Diamanthändler. So diese Bastlerräder und so ein Quatsch. Eigentlich auch ein paar Krücken. Kriegen wir schon hin. Ja, jetzt habe ich hier die Kette reanimiert. Und jetzt ist eigentlich, wenn der jetzt kommt, er meinte 10 Minuten, dann ist Feierabend. Leuchtet der hier auch. Hinten nicht. Sieht aus? Ja. Ja, gut.
Anmelden. Ach. Ach, da bricht wieder was ab. Nee, das ist Plastik. Nee. Das soll er mir dann so strahlen. Oder? Kann auch nicht. Kann das auch nicht sein lassen, ey. Rumgepopel, rumgefummel hier. Ach, das ist ja alles schon, das sieht alles schon so aus. Hä? Wo ist denn das? Das sitzt die eine Seite. Wahnsinn. Repariert. Partys mit dabei, die Reparatur ihres Rücklichts. Ja, mach 10er. Was ist los mit meiner Bande? Oh. Ewig hat sie wieder gebraucht. Oh Mann. Zum Einschlafen. Ja, das Kind wird gerade abgestillt hier. Das ist gerade schwierig. Hallo, guten Morgen, liebe Leute. Obwohl, morgen ist es schon wieder nicht mehr. Es ist gleich 12 Uhr. Ich gehe gleich in den Laden. Mit Marlies waren wir jetzt schon nochmal beim Arzt bei der Infusion. Also sie hat jetzt die vorletzte Infusion bekommen. Morgen nochmal und dann hoffen wir, dass es ihr dann auch wieder besser geht. Ja, da muss er nochmal nächste Woche zum MRT nochmal so eine Feinaufnahme machen. Dann hoffen wir, dass es positive Ergebnisse gibt. Für uns positiv, für sie positive Ergebnisse. Und wir wünschen ihr natürlich das Allerbeste. Und ist jetzt gerade ein bisschen stressig, wenn wir jetzt laden. Dann diese Online-Geschichte. Dann mache ich ja die Videos auch noch für euch. Ne? Also Online-Videos. Und Arzt, Marlies, Kinder zu Hause. Das ist ganz schön viel gerade. Ich komme ja nicht mehr klar, obwohl ich so kurze Öffnungszeiten habe. Ich bin ja eigentlich erst ab 12 und eigentlich nur bis 16 Uhr im Laden. Bis 16 Uhr im Laden, das schaffe ich nicht. Da muss ich länger machen. Zwischendurch muss ich alles andere machen und ja, bleibt ein bisschen was liegen, ne? auch mal in Videos, dass es jetzt alles so schleppend kommt, tut mir echt leid für euch, aber ich gebe mir Mühe, ich mache immer mal so, wie ich das hinkriege, wie ich das vereinbaren kann. Ne? Also seid nicht sauer, wenn da auch mal ein Video oder ein Vlog irgendwie 2-3 Tage erst später kommt, zum Beispiel wie jetzt der letzte, der ist noch gar nicht geschnitten, der vom Donnerstag, der ist noch gar nicht geschnitten, den lade ich jetzt gerade erst hoch hier. Dafür habe ich ein anderes Video für euch hochgeladen heute, schon mal. So ein Bertin-Umbau-Video, habt ihr ja auch gesehen, jetzt mittlerweile, das ist ja gerade online gegangen. Das sind dann immer so die ich so nebenbei mache, die ich dann so extra rausnehme aus den Vlogs sozusagen. Und dann, damit man das auch ein bisschen bezogener auf eine Sache vielleicht sich anschauen kann. So, aber in so einem großen Vlog, der 50 Minuten geht, sagen wir mal, ist sowas ja auch drin, aber es geht vielleicht total auch unter. Ne? Und das ist natürlich auch mal doof, weil die Leute klicken dann da drauf und sehen dann lauter Geplänkel, dann kommt 20 Minuten vielleicht das, was sie interessieren würde, und dann kommt wieder irgendwelches Geplänkel, was sie dann nicht interessiert, obwohl es im Titel steht. Ja, und so habe ich das jetzt ein bisschen separiert, so habe ich mehrere Videos und vielleicht so ein bisschen spezifischer für die Leute, die nur die Vlogs sehen wollen oder nicht. Ich werde es nicht in Zukunft jetzt ständig so machen, aber eben bei manchen Sachen, wo ich denke, es lohnt sich doch, ein eigenes Video zu fertigen, dafür mache ich das eben so. Ja, das sei nur mal dazu gesagt. Wobei, wie gesagt, das nach wie vor keine Plattform ist für Leute, die sehen wollen, so wird es gemacht oder so wird es nicht gemacht. Ich muss ja erst hier ein neues Projekt öffnen, neues Projekt, nicht speichern. Okay. Mediendatei öffnen, Mediendatei öffnen. So, und den einen Tag ist mein, guck, hier ist zum Beispiel, hier ist dauernd mein Video abgestürzt. Dauernd ist das abgestürzt. Ich hoffe, es klappt überhaupt, dass ich jetzt einen Vlog von Donnerstag zusammenbekomme, weil permanent die Kamera abgestürzt ist. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob es der Chip wieder war oder so. Ich glaube, der Chip ist schon wieder alt. Das funktioniert gar nicht mehr richtig. Ich muss mal mir irgendwie merken, wie viele Aufnahmen ich pro Chip mache. Also ich denke, wenn es so 1000 Aufnahmen sind auf dem Chip, mit Neuformatieren von, sagen wir mal, 100 mal Neuformatieren ein Chip, dann ist der durch, habe ich den Eindruck. Also das könnte es sein, so anders kann ich mir das nicht erklären. Wir sind zum Beispiel 1, 2, 3, 4 Aufnahmen, jetzt hintereinander nichts geworden, die kann er nicht importieren, die sind kaputt gegangen. Das ist echt schade, weil es sind ja immer so eine Minute, zwei, drei Minuten Geschichten, wo ich die Kamera echt nur eingeschaltet habe, um eine bestimmte Sache zu zeigen. Das ist dann immer verloren und dann hoffe ich, dass ich jetzt noch überhaupt ein bisschen Info aus dem Vlog euch
zeigen kann, zusammenschneiden kann. Müssen wir schauen. Wenn nicht, dann ist es so, wie es ist. Kann ich auch nicht ändern. Ich muss mit dem leben, was wir hier haben. Und ich nehme mal an und ich gehe mal davon aus, die Leute, die dabei bleiben, sind nach wie vor zufrieden. Ich sage das jetzt nicht, um dauernd von euch zu hören, nee, ist schon in Ordnung, so wie du das machst. Das weiß ich. Also die, die schon langer Zeit dabei sind, die haben sich ja damit arrangiert, mit dem, wie es hier läuft. Mit dem Block ist beschädigt, kann nicht geöffnet werden, wunderbar. Ja. Und für alle anderen, die neu dazu kommen, ihr müsst euch tatsächlich so arrangieren mit dem, wie es ist, oder eben es ist halt schlicht und ergreifend der falsche Kanal für euch. Es tut mir dann leid, aber ich kann die Videos nicht so gestalten. Die Zeit fehlt mir, um das wirklich so zu machen, wie es dem allgemeinen Geschmack so gefällig ist. Sortieren nach Datum, hier haben wir, alle auswählen, haben wir. Dann schauen wir die hier rein und wir haben gerade mal zwei Stunden Filmmaterial, die jetzt geladen werden konnten, was super schade ist. Und das von einem ganzen Tag. Und der Rest ist nichts geworden. Normalerweise sind es 5. Wie auch immer. Also, wir sehen uns gleich unten im Laden. Heute ist Samstag. So, dann starten wir halt in den Mai. Und ich bin gleich im Keller für euch. Okay, na dann geht's los. Hier mache ich mal eine Liste, was ich brauche. Aber dieses Rad habe ich ja mal aufgebaut. Habe ich euch glaube auch gezeigt, damals schon. Und jetzt ist es so, sieht so aus, dass es über Nacht auseinandergeschraubt wurde. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe in der letzten Vlogs. Also das wurde verkauft dann nach 4, 5, 6 Jahren, die es hier stand, habe ich es verkauft, dann hat es einen Käufer gefunden endlich. Der war anderthalb Jahre glücklich und hat es angeschlossen über Nacht und am nächsten Morgen kam er und es sah exakt so aus. Also es war jemand wirklich wert, alles abzuschrauben von dem Rad. Das war natürlich der Wahnsinn und jetzt mache ich eine Liste, was alles fehlt, was alles ran, wieder ran müsste. Die Leute sind verrückt. Schauen wir mal. Auf alle Fälle Laufräder vorne, hinten. Also noch ein bisschen Vorderrad, Hinterrad, zweimal Felgenband, zweimal Decke, zweimal Schlauch. Einmal Kette. Das ist klar. Vorbau, Lenker, Sattelstütze, Sattel, Bremse, Bremshebel, Bremszug, Bremshebel, Bremszug. Pedalen sind Gott sei Dank noch dran, Tretlager ist Gott sei Dank noch drin, Tretkurbel ist auch Gott sei Dank noch dran. Steuersatz ist wieder fest, der war auch schon locker, die wollten also auch die Gabel rausbauen. Also völlig irre, also das kenne ich aus den 90ern, dass mal so ein Rad komplett zerlegt wurde. Aber von heute kenne ich das eigentlich nicht, weil es eigentlich sich nicht mehr lohnt für die Teile normalerweise oder überhaupt dieses Risiko erwischt zu werden. Das Risiko erwischt zu werden, dabei ein Rad auseinander zu bauen über Nacht, also es dauert ja doch einen Moment, das alles auseinander. Achso, Sattel und Klemme. Sattelstütze, Klemme, Sattel, Gel, Schraube, Klemme. Jetzt ist die Frage, wann jetzt hier Schutzbleche, hatte ich schon Schutzbleche drauf auf dem oder nicht? Mal ein Fragezeichen, Ständer. Ständer war dran. Ständer, Fragezeichen und Schutzfläche, Fragezeichen. Und dann dazu kommt natürlich die ganze Arbeit komplett aufzubauen.
Wenn man die ganze Arbeit jetzt noch der Tipps hier, das alles komplett aufzubauen, ist das günstiger. Es war natürlich günstiger, das Rad zu kaufen im Komplettzustand, als jetzt diese gesamte Arbeit auch noch zu bezahlen wieder. Das ist eigentlich ein gutes Rad. Ja, schade drum. Das ist eine ganz schöne Liste. Na, dann gucken wir mal. 350 Euro Schaden. Jetzt. Wenn man jetzt hier alles neu holt. Mit guten Laufrädern. Und so. Guten Decken, Schläuche, Felgenband etc. Kette, Vorbau, Lenker, Sattelschütze, Sattel, Bremse, Bremshebel, Bremszug, Sattelklemme. Die ganze Arbeit, Griffe. Ja, mal gucken, ob er das zahlt. Alles spekulativ. Na, vielleicht haben wir dann nächste Woche einen schönen Auftrag, weil das aufzubauen, das macht ja auch Spaß. Das macht mir Spaß. Ja, hallo, der Thomas hier aus dem Fahrradladen. Pass auf, ich habe alles mal zusammengerechnet. Also mit den Einzelteilen plus Arbeit, wobei die Arbeit sind 65 Euro, das alles zu machen. Das hält sich ja noch in Grenzen. Bist du insgesamt bei 350 Euro genau glatt. Das lässt du erstmal. Ja, was machen wir da? Wie machen wir das? Aber bitte nicht wegwerfen, dafür ist er zu schade jetzt aber auch. Ja, also, das wäre doof. Bevor du ihn wegwirfst, dann wirf ihn in meine Richtung. Dann baue ich das nochmal auf und stell's halt wieder hin. Oder so, weil das wäre wirklich schade. Ja. Okay, alles klar. Ich danke dir. Oder ich kann dir halt anbieten, für 50 Euro den Rest zu kaufen. Sagen wir mal so. Also, das würdest du mal. Naja, dann machen wir es lieber so. Ich habe jetzt Angst, dass es bei dir versauert. Na, dann machen wir es so. Dann würde ich für 50 Euro den Rest die Basis kaufen und wieder anfangen und baue das auf und stelle es dann halt wieder hin. Ja. Genau, im Grunde genommen ist es ja dann das wieder. Okay, alles klar, dann machen wir es so. Dann kommst du halt mal rum und holst den Fuffi ab, ja? Okay, alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Fahrrad gerettet. Naja, wollte es jetzt abholen und in die Ecke stellen. Aber das möchte ich nicht. Ist doch schade. Abholen in die Ecke stellen. Nee, das muss nicht sein. Gut. Tja, da seht ihr mal. Und dann baue ich es halt auf. Na, so kommt das zusammen. Ich meine, ich rechne ja auch nur alle zusammen. Hier 15 Euro, 15 Euro, 15 Euro, 15, 15, 15 ist ja nicht viel. Das kostet 4 Euro. Teuerste sind die Laufräder. Knapp 90 Euro, circa 90 Euro. Ja. Laufradsatz ist ja nur auch nicht teuer. Und dann seht ihr mal, wie so ein Aufbau funktioniert und stattfindet. Eben mit viel Liebe wird dann eben so ein Rad wieder aufgebaut. Und ärgerlich eben, dass die Leute, dass sie sowas machen. Warum machen die Leute sowas? Warum? Warum klauen die denn so ein Ding auseinander? Siehst du, der hat viel Geld bezahlt, kannst ihm aber nicht schenken. Das kann ich nicht. Kann ich einmal ein Rad verkaufen und dann zweimal ihm das Rad geben, sozusagen. Oh, na, da freue ich mich schon drauf. Dann habe ich wieder mal einen schönen Aufbau. Das Schöne ist ja dahingestellt. Viele finden ja sowas, das so Rad will ich ja nicht aufbauen, wie das aussieht und so. Ja, nee, aber das hat halt eine besondere Bedeutung für mich, auch der Rad, weil das stammt ja von einem befreundeten Händlerkollegen, der nicht mehr unter uns weilt. Der ist verstorben und war eigentlich ein guter Kumpel. Der hat einen eigenen Fahrradladen gehabt. Damals in Hermsdorf, Weidmannslust. Und ja, das ist so ein bisschen Erinnerung. Das sind die Räder, die ich ihm dann alle abgenommen habe, als er dann aufgehört hat. Dann hat er gemeint, willst du meine restlichen Räder übernehmen für so und so viel? Die habe ich ihm dann alle abgekauft für ein Heidengeld, also richtig Geld bezahlt für das alles. Und er war halt Herkuleshändler und dann hat er eben sowas da gehabt. Das war halt damals noch im Top-Zustand, als ich es verkauft habe. Jetzt ist da schon ein bisschen ein Kratzerchen hier, ein Kratzerchen da.
wäre schade, wenn es in der Ecke liegt und vergammelt. Gut, wir machen weiter. Wir haben hinten einen Auftrag, mit dem ich tatsächlich Geld verdiene. Mit dem ich vielleicht den Fuffi verdiene, mit dem ich das, den Rahmen kaufen kann. Fuffi ist halt auch gutes Geld für so einen Rahmen. Dafür kann man sowas mal kaufen. Herkules-Rahmen sind stabil und von Weltruf. Und hier habe ich ein Rad, bei dem, ach, das ist so furchtbar, ja, also, so furchtbar, wie kann man denn so ein Bremshebel, hier ist doch so ein Kinderbremshebel, wie kann ich so ein Kinderbremshebel hier ranbauen? Sowas, das ist ein Sicherheitsbremshebel für Kinder, damit die sich hier nicht quetschen, ist ja so gearbeitet, ja, damit man hier nicht da als Kind so dazwischen kommt und sich quetscht. Aber der taugt doch nicht für den Erwachsenen. Na, dann müssen wir also die Bremse hier, die Bremshebel erneuern, Bremszug erneuern. Bremse selbst ist auch hier verbogen durch dieses, durch das da. Boom. Ja. Also bauen wir zuerst mal alles wieder ab, was ab muss. Fangen wir an. Ja, meines ist oben, die rutscht sich ein bisschen aus. Ich hoffe, die Kinder lassen sie soweit in Ruhe. Bis ich hier Feierabend habe, heute werde ich wahrscheinlich pünktlich Feierabend machen auch. Sprich 16 Uhr bin ich raus. Alhonga tatsächlich, Alhonga, es ist ja schon die Fälschung hier. Es ist ja gar keine Weinmann-Synchron mehr oder Altenburger-Synchron oder so, halt hieß das. Weinmann, Altenburger, ich weiß gar nicht. Sondern es ist eine Alhonga. Und wie hat mal einer so schön gesagt, so trefflich, Alhonga ist keine Bremse, ist ein Zustand, hatten wir schon mal so einen Kommentar. Das geht gar nicht, da kriegt die Krise hier bei so einem Zug. Funktioniert natürlich irgendwie. Da steht doch einer. Wo war ich stehen geblieben? Hier bei der Bremse. Mal gucken, ob ich die reanimieren kann, dann ist das natürlich alles nicht so teuer, wenn man die vorhandenen Sachen nutzen kann. Ich meine, ist ja auch in meinem Interesse. Man muss nicht immer alles wegwerfen, also es ist immer nicht so, dass ich, ja, der Tommy, der will immer alles neu haben und so, das ist totaler Quatsch. Ich würde nur gerne alles schön haben wollen. Von guter Qualität. Nicht immer diese Billig-Varianten. Ich bin kein Freund von Billig, tatsächlich. Weil billig gleichzeitig teuer ist, das verstehen die meisten nicht. Wenn man alles zu billig holt, dann investiert man so viel Zeit, so viel Geld am Ende, dass dann eine teure Geschichte wesentlich stressfreier, würde man mit einer teuren Geschichte dann leben können. Achtung, jetzt schauen wir das zusammen und gucken mal, wie sich das... Also es sieht ganz gut aus, ne? Hält. Das müsste jetzt trocknen und ist nur für mich zur Kontrolle. Es hält jetzt nichts. Normalerweise, wenn man den Lack aufs Gewinde macht, das würde schon gehen. Ja? Aber so ist es für mich nur zur Kontrolle. Wenn es reißt, dann nach 3-4 Mal bewegen oder so. Die Dame kommt dann nochmal rum zur Kontrolle. Dann kann man halt schon sehen, oh halt, da muss mehr gemacht werden. Das ist das Problem, wenn ich hier im Laden bin, alleine, alles zu machen. Das ist schwierig. Eigentlich würde ich gerne schrauben. Ich würde gerne tatsächlich nur schrauben und ich mache aber auch sehr gerne Beratung. Also... Ich erkläre den Leuten sehr gerne, warum ihr Rad kaputt ist und was daran zu machen ist und wie sie es besser machen können in Zukunft, dass es nicht mehr passiert und. Das mache ich sehr gerne. Aber ich kann nicht. Es ist so viel zu tun im Moment. Oder was heißt so viel zu tun? Es ist zu viel für eine Person, sagen wir es mal so. Es ist einfach zu viel, schlicht und ergreifend.
Und nicht im Moment, sondern eigentlich schon immer. Also die ganze Zeit, wo ich hier den Laden habe, es ist zu viel für eine Person. Da wird die Zeit immer knapp und da brauche ich tatsächlich die 12 Stunden am Tag. Aber ich mache es gerne. Ich liebe es. Ich liebe Fahrräder. Ich liebe es zu basteln. So. Wir tauschen den gegen einen anderen Bremshebel. So, perfekt. Du hast einen vernünftigen Bremshebel, du hast ein vernünftiges Bremskabel. Die Bremse ist vernünftig eingestellt und es zieht wie Hubatz. Perfekt, geil. Ich bin echt begeistert. Auch jedes Mal aufs Neue wieder von vernünftigem Material. Ich kann es nur loben. Holt euch vernünftiges Material. Es ist es wert. Okay. Ja, dann bin ich durch damit. Also wie gesagt, hier, schaut es euch an, das ist doch vernünftig gemacht. Machen wir mal den Aufkleber ab hier. Bin begeistert. Der Hebel passt doch ganz gut hier an das Rad dran. Ist alles schwarz hier vorne. Kann man vernünftig ziehen mit den Bremsen, ein echter Traum. Holt euch diesen Sora-Hebel, der ist gut verarbeitet, keine Kunststoffgeschichten hier, hält eine Weile. Macht es, baut euch das so an. Hier, es funktioniert, der gute Zug, der gute Hebel, fertig. Jetzt habe ich hier einen Spezialauftrag, hier eine Achse nachzufeilen. Da ist das Gewinde irgendwie gestaucht hier und das muss ich jetzt nachfeilen. Ein historischer Moment, den müssen wir ja fast festhalten. Das letzte Mietrad ist jetzt verkauft. Ich soll es schon mal vorbereiten für den Verkauf, sagen wir es mal so. Es ist eigentlich weg schon. Wow, die habe ich mal gemacht, ja? Ja, frisch und fett, cool. Ja, schade, es war eine schöne Zeit. Was soll man sagen? So ist es, Mietrad ist nicht mehr jetzt in Zukunft. Wie gesagt, wenn das nochmal wiederkommt, dann hole ich mir neue. Solange kann ich jetzt auf die Räder gut verzichten. Okay, haben wir. Gott sei Dank. Noch ein Korb oben drauf, hinten drauf. Ich würde denken so, aber das halten wir nochmal Rücksprache lieber, ne? Das war das Ende. Aber mit Mieträdern ist ja auch nicht mehr so gelaufen hier. Also deswegen, die letzten 2-3 Jahre waren schon irgendwie ganz mau. Jo, das war's mit Mieträdern. Nichts mehr da. Also, ich mache jetzt auch gleich Feierabend. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.
Rolex-mäßig ist was gekommen von mir. Das hört sich ja an hier. Wo ist es denn? Du hast es schon aufgemacht. Nee, ich habe nur den Würfelschlag ausgemacht. Ach, da war noch mal ein Umschlag, ja? Originalglas für Rolex. Für die kleine Date Just, die ich habe. Ja, aber ein Originalglas kostet, ne? Wahnsinn. Meins ist ja so zerkratzt, mein Glas, was ich da drauf habe. Und deswegen habe ich mir jetzt mal ein Originales geholt. Man kriegt schon diese nachgemachten für 20 Euro. Aber ich will unbedingt ein originales Glas haben. Ist alles original an der Uhr, dann möchte ich auch das Glas original haben. Den Tubus habe ich ja auch original bestellt, den hätte man auch nachgemacht bestellen können. Aber ne, lieber ein Originalteil, das passt es auch einmal frei und man hat keine Sorgen mehr. Was falsch? Ich auch. Okay. Sehr ruhig. Das ist doch nicht so schlecht, oder? Und durch den Regen, permanent Regen, kein Regen, Regen, kein Regen, es verschiebt sich so.